Es war natürlich ein schwieriges Spiel. Wir sind eigentlich trotzdem ganz gut oder sehr gut reingekommen. Die ersten, würde ich sagen, 30 Minuten haben wir echt richtig guten Fußball gespielt auf dem Platz. Haben uns dann auch natürlich auch in der dritten Minute gleich belohnt. Haben aber dann verpasst, das 2-0, 3-0 vielleicht zu machen. Und dann kommen die natürlich mit so einem, ja, ich würde sagen, mit bisschen Glück vors Tor und machen das 1-1 gleich. Das hat uns so ein bisschen aus dem Spiel gebracht. Aber ja. Dann unglücklich 2-1 in der zweiten Halbzeit für die. Kann ich echt nicht erklären, muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und dann haben wir natürlich nochmal ein bisschen Moral gezeigt, aber trotzdem nicht so entscheidend, wie wir das eigentlich in der ersten Halbzeit oder in den ersten 30 Minuten gemacht haben. Sonst hätten wir das Spiel auch gewonnen. Aber zum Glück haben wir dann sozusagen das 2-2 noch gemacht. Mit Glück schießen wir vielleicht noch das 3-2 oder so, aber. So ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, wieder heim zu spielen und 2-2. Und wir kommen nicht so richtig von der Stelle, haben gute Ansätze, aber sind vom Tor einfach nicht konsequent genug. Wir wussten, dass Norstedt keine gute Phase hat. Ja, wir allerdings auch nicht so gut. Wir hatten jetzt 2 Niederlagen in Folge und wollten heute einfach mal wieder Gas geben für das große Spiel am Sonntag. Da erwartet uns das Pokalhalbfinale gegen Arminia Hannover. Das ist für uns ganz wichtig. Und ja, deswegen wollten wir heute was mitnehmen. Haben wir geschafft und eigentlich sind wir ganz zufrieden. Wir hätten gerne ein bisschen mehr mitgenommen. Wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drinnen gewesen, aber im Endeffekt ist ein 2-2, denke ich, voll in Ordnung. Woche für Woche spielen wir eigentlich, haben eigentlich sehr, sehr gute Ansätze. Spielen bis zum Tor dann auch noch gut die Bälle raus, aber machen die Tore einfach nicht. Das ist schon die ganze Rückrunde so. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich kann es auch langsam gar nicht mehr erklären, weil man das gar nicht mehr glauben möchte, was man so erzählt. Und deswegen ist es. Wir stecken da einfach irgendwie tief drin, wir müssen da irgendwie rauskommen. Es wird immer schwerer und schwerer, weiß ich auch, aber. Ich weiß, dass wir da trotzdem wieder rauskommen und müssen wir dann halt im nächsten spielen. Das frühe 1-0 war für Norstedt natürlich sehr gut. Da muss ich sagen, kommen wir aber sehr gut wieder, haben uns das Spiel gebissen, gefightet, muss ich sagen, und machen dann auch das 1-1, das 2-1 verdient, würde ich sagen. Und dann waren wir natürlich ganz nah dran am 3-1, dann wäre ja, dann wär der Sieg für uns drin gewesen auf jeden Fall, aber das haben wir nicht geschafft. Dann haben wir einmal etwas nachlässig hinten und haben das 2-2 bekommen. Wenn wir schlecht spielen würden, dann würde ich ja sagen, okay, es funktioniert nicht, aber wir haben gute Ansätze. Das sieht man immer Woche für Woche. Wir spielen uns die Chancen raus. Wir haben hundertprozentige vorm Tor. Wir machen die einfach leider nicht. Und das ist einfach unsere, oder die Qualität, die gerade einfach fehlt bei uns.